Ja, Stefanescu für GMP1TV. Ich bin gerade hier mit den Veranstaltern von Inferno FC, Hannes Schneider, und der Veranstalter von der WSFC, Alexander Boksic. Wir waren gerade bei der WSFC Nr. 6, haben es wirklich eine schöne Veranstaltung gesehen. Wir wissen aber auch gleichzeitig, ihr habt eine wundervolle Kooperation am Laufen. Wir haben schon darüber berichtet, aber jetzt haben wir euch endlich vor der Kamera. Wollen natürlich die eine oder andere Frage stellen, was demnächst so geplant ist. Vielleicht fangen wir an, wann ist die nächste Inferno so in etwa in Planung, und dann lasse ich mir natürlich gleich noch was einfallen. Also die nächste Inferno planen wir im Herbst 2019. Wir sind momentan noch in der Absprache mit der Location, aber so September, Oktober wird dann der Termin fixiert. Hervorragend. Wir haben vorhin auch schon mal ein Interview geführt, da hast du es auch schon geschätzt, so in etwa September. Dann freuen wir uns da schon mal drauf. Kooperation, wie gerade schon angesprochen, die Champions von WSFC sollen potenziell bei dir auftreten. Andersrum soll es auch passieren bei der WSFC, voraussichtlich dann im März, wie du uns verraten hast. Wie kamt ihr überhaupt zu dieser Idee und wie kam es zur Kooperation, und was versprecht ihr euch daraus? Und was haben die Fighter davon? Vielleicht auch die Frage. Ich gebe es an dich und gebe es gleich weiter. Also wir arbeiten ja schon länger zusammen, und durch die Nähe von Tirol und Vorarlberg hat sich das so ergeben, dass wir einfach gesagt haben, wir geben jetzt die Kämpfer und die Fans auch die Chance, dass sie nicht nur einmal im Jahr jetzt eine Veranstaltung besuchen können oder drauf kämpfen, sondern auch zweimal oder dreimal. Und die Großkooperation ist dann in dem Sinn, dass Kämpfer von der Inferno zum Beispiel, die Champions bei der WSFC, auch die Titel verteidigen können, oder umgekehrt genauso, dass die WSFC Champions dann auch bei Inferno um die Titel kämpfen können. Können wir auch davon ausgehen, dass wir Champion gegen Champion Matches auch irgendwann sehen können? Ja, das gehen wir jetzt aus. Wie gesagt, im vorigen Interview schon erwähnt, wir haben jetzt einen frisch gebackenen Featherweight Champion, das wäre Gabriel Szabo. Und Inferno hat sich ja letzten Sommer Demet Özdemir als Featherweight Champion gekrönt, also schreit ziemlich nach einem Superfight. Was meinst du, kriegt ihr das aufs Papier? Wir machen natürlich alles möglich, sofern die Kämpfer damit einverstanden sind, aber wir sind auf einem guten Weg dahin, und ich glaube, dass der Merter natürlich den Titel verteidigen will, und das ist natürlich eine super Chance, dass wir nachher einen Superfight haben zwischen Inferno Champion und WSFC Champion. Das ist wirklich eine tolle Sache. Man hat es ja oft gesehen, jetzt nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern gibt es immer wieder Konkurrenz. Man weiß nicht genau, will die eine Veranstaltung mit der anderen zusammenarbeiten. Umso schöner, dass das bei euch eben genau andersrum ist. Vielleicht dazu noch ein paar Worte von dir, ob du es auch so positiv siehst, natürlich. Also wir mit Inferno sind natürlich super stolz darauf, dass wir so einen professionellen Partner mit WSFC haben, der auch von der Qualität her für die Kämpfer, für die Gyms genau die gleiche Einstellung hat wie wir. Die Fans waren super heute wieder, eine gute Stimmung gehabt, und es passt einfach zwischen uns. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen gemeinsamen Weg ein bisschen und unterstützen uns da gegenseitig. Es ist immer besser miteinander arbeiten, als wir gegeneinander dann. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, bei Inferno gibt es ja auch den einen oder anderen Champion. Planst du vielleicht bei dem nächsten Event dann ein paar neue Champions vielleicht auch zu krönen, um eben diese Superfights dann möglich zu machen, Champion versus Champion? Genau, also ein Mädelsfight haben wir geplant natürlich. Also da schauen wir jetzt dann, wer dann passen würde. Dann der Daniel Dörrer kommt zurück. Der kämpft aber dann eine Gewichtsklasse drunter, also nicht mehr 93 Kilo, sondern dann drunter. Und natürlich haben wir jetzt dann wahrscheinlich den Superfight zwischen Amel Calves und an Robert Valentin. Da sind wir auch dann in Verhandlung natürlich, aber schaut ganz gut aus, dass wir da eine richtig gute Zusammenarbeit dann haben mit WSFC. Ja, da werden schon ein paar gute Namen gedroppt, sozusagen, wie der Amerikaner sagt. Also da freuen wir uns riesig drauf. Klasse, also das lasse ich erstmal so stehen. Der ein oder andere Zuschauer, der jetzt ja eben dabei ist und sich fragt, wie und was, wie komme ich da am besten ran, wo muss ich schauen, gibt uns vielleicht Infos, wo, beziehungsweise welche Websites sie ansteuern sollen, was für eine Facebook-Seite, wo findet man deine Version sozusagen und dann deine auch gleich natürlich dazu. Also ich glaube, wir stimmen uns da gegenseitig ganz gut ab. Das heißt, ob wir jetzt natürlich am besten beide Seiten liken und auf beiden Seiten dann up-to-date bleiben. Aber ich glaube, dass wir dann auch mit der ganzen Werbung und so, mit der Fightcard, haben wir diese jetzt bei der Veranstaltung auch schon so gemacht, dass wir auf beiden Kanälen da die Werbung geschalten haben. Und genau, also einfach am besten beide Channels dann abonnieren. Genau, dann sprich die Channels vielleicht auch nochmal aus für den einen oder anderen, damit er nicht suchen muss.
falls du es im Kopf hast. Genau, wir haben es jetzt bei Facebook unter WSFC Westside Fighting Challenge. Sonst haben wir unsere Homepage, das wäre die www.wsfc.at. Und sonst haben wir noch jetzt brandneu einen Instagram-Channel, das wäre WSFC Underline Westside Fighting Challenge. Hervorragend. Und Inferno FC mit Doppel-N auf jeden Fall mal auch reinschauen. Vorne mit Doppel-N. Ja, hinten gibt es ja keinen. Genau, wunderbar. Dann wisst ihr Bescheid. Schaut auf jeden Fall rein, liked die beiden Seiten und haltet euch auf dem Laufenden. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten Matches, die ihr uns dann verratet. Vielen Dank. Und natürlich GNP liken, weil das ist aber da haben wir aber die besten News natürlich. Und vielen Dank nochmal Elias für die super Zusammenarbeit immer und für die geilen Interviews. Das kann ich nur unterstreichen. Also vielen Dank für alles. Vielen Dank, wir danken euch und freuen uns aufs nächste Mal. Danke. Danke. Round and round. Round and round.